Ralf Schumacher, ehemaliger Formel-1-Star, hat zusammen mit seinem Sohn David ein beeindruckendes Rennwochenende am Nürburgring hinter sich. Doch während sie auf der Rennstrecke große Erfolge feierten, wirft eine private Auseinandersetzung zwischen Ralf und seiner Ex-Frau Cora Schatten auf das sportliche Highlight. Cora äußerte sich in einem Interview enttäuscht über Ralfs Coming-out, was zu einer öffentlichen Fehde führte. Wie diese Spannungen die Familie beeinflussen und welche Bedeutung das für Ralf und David Schumacher hat, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Ralf Schumacher, einst erfolgreicher Formel-1-Pilot und jüngerer Bruder von Michael Schumacher, hatte kürzlich ein denkwürdiges Wochenende am Nürburgring. Gemeinsam mit seinem Sohn David Schumacher nahm er am Prototype Cup Germany teil und konnte gleich zwei beeindruckende Siege einfahren, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Ralf lobte insbesondere die gründliche Vorbereitung und die Schnelligkeit ihres Rennwagens, was ihnen den entscheidenden Vorteil verschaffte. Vor allem am Sonntag übernahm David die Hauptverantwortung im Rennen und zeigte sein Talent auf der Strecke. Trotz des sportlichen Erfolgs wird die Familie Schumacher aktuell von einer privaten Fehde überschattet. Die Spannungen zwischen Ralf und seiner Ex-Frau Cora Schumacher begannen, nachdem Ralf im Jahr 2022 sein Coming-out hatte und die Beziehung zu seinem Partner Etienne öffentlich machte. Cora kritisierte in einem Interview mit dem Spiegel, dass sie damals nicht vorab von Ralf über sein Coming-out informiert wurde. Für sie wäre es ein Zeichen von Respekt gewesen, diese Nachricht persönlich zu erfahren, anstatt aus den Medien davon zu hören. Diese Tatsache habe ihr einen Stich ins Herz versetzt, erklärte sie. Die Fehde wurde noch öffentlicher, als Cora ihre Enttäuschung erneut während eines wichtigen Rennwochenendes von Ralf und David äußerte. Ralf reagierte daraufhin auf Instagram und bedauerte, dass solche Themen immer dann aufkommen, wenn wichtige Ereignisse im Leben seines Sohnes stattfinden. Er vermutet, dass es ein System dahinter gibt, solche privaten Angelegenheiten zu genau diesen Zeitpunkten an die Öffentlichkeit zu bringen. Trotz der angespannten Situation betonte Ralf, dass er bei der Wahrheit bleiben möchte und dass sein Coming-out bereits im Frühjahr 2022 geschehen sei. Aus diesem Grund sei er überrascht von Coras Reaktion, insbesondere weil sie im September 2023 sogar geglaubt hatte, dass Ralf und Etienne geheiratet hätten und ihnen herzlich gratulierte. Auch wenn das Vater-Sohn-Duo versuchte, sich nicht von diesen äußeren Einflüssen belasten zu lassen, zeigte sich Cora im Spiegel-Interview enttäuscht und verbittert. Sie habe das Gefühl, dass Ralfs Handeln sie verletzt habe, vor allem, weil sie früher selbst mit seinem Partner Etienne befreundet war und die beiden gut kannte. Umso mehr scheint sie nicht nachvollziehen zu können, warum Ralf sie nicht persönlich über sein Coming-out informierte. Ralf hingegen erklärte, dass er sich einen ruhigen Abschluss dieses Themas wünsche, um den Fokus wieder auf die wichtigen Dinge im Leben, wie die Erfolge seines Sohnes, richten zu können. Ob Ralf Schumacher in Zukunft weitere Renneinsätze plant, ist derzeit noch unklar. David hingegen macht weiter Fortschritte in seiner Motorsportkarriere und zeigte bei den letzten Rennen, dass er großes Potenzial hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Trotz der familiären Turbulenzen betonte David, dass ihn diese Auseinandersetzungen nicht beeinflussen und er sich voll auf seine sportliche Karriere konzentrieren möchte. Die öffentliche Fehde zwischen Ralf und Cora Schumacher zeigt einmal mehr, wie schwierig es sein kann, private Angelegenheiten und den öffentlichen Druck in Einklang zu bringen. Während Ralf und David auf der Rennstrecke alles geben, werfen persönliche Spannungen Schatten auf ihre Erfolge. Dennoch bleibt die Familie Schumacher eine starke Einheit im Motorsport. Und es bleibt zu hoffen, dass sie diese privaten Differenzen bald hinter sich lassen können. David Schumacher hat in jedem Fall gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, die Erfolgsgeschichte der Familie auf der Rennstrecke fortzusetzen. Unabhängig von den privaten Herausforderungen. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.